Herzlich willkommen, meine Freunde, zum zweiten Teil des Booster Pack Opening von Slammertext 2021. Ich habe hier hinten meine Hits vom letzten Mal. Der Undertaker ist schon in meiner Mappe. Das sind die Hits vom letzten Mal, die mich richtig geflasht haben. Der Alexa Bliss und Bray Wyatt Let Me In Karte und zwei WWF Icons Charlotte Flair und Daniel Bryan. Die haben mich ziemlich, also die finde ich mega geil. Das war das, was wir letzte Folge bekommen haben. Plus diese ganzen Stapel, den ich hier jetzt hinlege an Common Cards. Und hier sind noch die ganzen anderen Karten. Die Heroes und Rares, die lege ich auch einfach mal hier noch so hin. Dann seht ihr, wie viele das waren. Wir werden jetzt die nächsten 6 Booster öffnen. Und wir hoffen natürlich auf Autogramme, auf weitere Hits oder vielleicht ja sogar die NW Ultra Rare John Cena Karte. So, nochmal 6-6 und fangen wir doch an mit dem guten Roman Reigns, meine Freunde. Ich bin gespannt, ich bin super hyped, weil das war schon ziemlich krass beim letzten Mal, muss ich schon sagen. Wir müssen so machen. 1, 2, 3, es fängt an mit 3, aber ist okay, wir wollen ja auch mal langsam beginnen. Wir haben den NXT UK Women's Championship, das ist zum Thema hier, ich habe ja letztens die Frage gestellt, ob die doppelt sein können da drin. Ja, natürlich können die doppelt sein, logischerweise. Und ich habe sie jetzt auch doppelt, leider. Leon Ruff. Tag Team. Grizzled Young Veterans. Kenne ich gar nicht. Tyler Bate. Dominic Mysterio. SmackDown Tag Team Championship habe ich, glaube ich, noch nicht. Jeff Hardy habe ich schon. Den Bruder kann ich alleine nicht bekommen, weil der ist ja da schon zu dem Zeitpunkt bei der AEW gewesen. Finisher, Braun Strowman, Running Power Slam. Ja, stimmt, Braun Strowman haben wir noch gar nicht gezogen. Leute, ich habe sie ja sortiert wie beim letzten Mal. Ich habe eine weitere Baileys-Karte, Bailey, in meinem ersten Pack, beim letzten Opening, auch ein Bailey. Lol. Und auch einen Stone Cold Steve Austin. Und die Lana war die letzte, die danach kam. Wenn jetzt eine Lana kommt. Puh. Mehr Glück als Verstand. Zum Glück ein Drew McIntyre. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen geheult, wenn ich jetzt die gleichen 6 Packs öffnen würde wie beim letzten Mal. Nein, es ist der gute Drew Mac. Und wenigstens habe ich eine gute Karte von Drew Mac gezogen. Ich dachte, ich bleibe bei dieser Common-Karte. Puh. Das war aber gerade ein bisschen spooky, spooky. Bisschen Schiss bekommen. Wir müssen so machen. 1, 2, 3. Leider nur 3. Reicht ja, ne? Wie gesagt, langsam anfangen. Ruby Riott, auch die da, ist jetzt mittlerweile bei AEW. Wesley Blake. So, Brian Kendrick. Was ist aus dem geworden? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich nachlesen. Rachel Gonzalez. Dominic Mysterio. Hatte ich jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, glaube ich. Eine Sasha Banks. Und der dritte Jeff Hardy, so langsam doppelt, dreifacht es sich. Laia habe ich auch schon gezogen. Und der Women's Tag Team Champion, ja, habe ich, glaube ich, auch schon. Aber Karrion Kross als NXT Hero habe ich noch nicht. Oh, oha. Ja, ich würde mal sagen, Jackpot, oder? Firefly Funhouse. Als Glitzer-Shiny-Bling-Bling-Karte. Oha. Für die beiden natürlich super. Und dahinter haben wir Angelo Dawkins als Booster-Karte. Ich weiß gar nicht, ob wir den nicht schon hatten. Nee, ich glaube, den hatten wir auch schon. Firefly Funhouse kommt direkt mal zu den beiden Let-Me-In-Karten. Tja, Leute. Also, ich bin sogar schon fast so weit zu sagen, ich werde davon nochmal ein Pack öffnen, weil wir haben 4 Leute, wir haben 4. Da würde ich mal sagen, ich trinke jetzt schon einen Lucky. Schluck. Übrigens, die Tasse ist wieder dabei, wie ihr seht, für Glück. So, einmal den Finisher, Claymore Kick von Drew McIntyre. Eine normale Alexa Bliss. Wobei, zu dem Zeitpunkt, was war schon normal bei ihr? Mustafa Ali.
Tyler Breeze. Intercontinental Championship, den haben wir auch schon. Humberto Carrillo, ja, haben wir noch nicht. Tony Nese haben wir noch nicht. Imperium haben wir auch noch nicht gezogen. Alaya, unsere dritte. Und Walter als NXT Hero. Hier. Alter, lol. Huskus, the Pig Boy? Wir haben doch nur drei. Habe ich nicht vier gezählt? Na, egal. Das ist übertrieben. Ich bin irgendwie ein bisschen, hab bald das ganze Firefly Funhouse Set hier komplett, oder was? Und da hinten haben wir, eine AJ Styles Survivor Series Boosterkarte. Das ist heftig, das finde ich geil, das kommt auch zum Funhouse. Ich bin total begeistert, wieso so viele Funhouse-Karten. Muss ich irgendwie hier mit hin, sodass die aber nicht Alexa Bliss, naja, so geht's. Habe ich noch vier gezählt? Leute, ich habe schon Halluzinationen. Deswegen habe ich auch nicht nochmal getrunken, weil ich mir dachte, so, hä, das waren noch gar nicht vier. Das sind doch nur drei. Egal. Ich hoffe, es kommen nochmal drei. Wir haben Casey Catanzaro und Caden Carter. The Way, Factions, The Way. Ich wusste nicht, dass Theory mit den ganzen Leuten ja, wahrscheinlich bei NXT oder so, ne? 25. Anniversary. SummerSlam 1996. Mankind. Ist auch eine geile Karte gewesen. Kaylee Ray. Nochmal Tag Team. Shotzi Blackheart und Ember Moon. King Corbin. Heute als Lucky Corbin genannt. 25. Anniversary Karte Hulk Hogan. Also die Karten sind auch cool. Wenn da mal ein bisschen Glitzer drumherum wäre schon heftig. Shotzi Blackheart. Ember Moon. Und Karrion Kross nochmal als Hero. Hatten wir doch schon. Warum denn nochmal? Soll das? Egal. Oh nee. Und der Husky. Huskus, the Big Boy, haben wir auch schon. Und ein The Miz. Heute mit The Miz fing alles an. The Miz war die erste heftige Karte, die ich bei dem anderen Pack gezogen habe. Die 100-100. Da kann er natürlich jetzt nicht mithalten. Schade, ich habe Huskus, the Big Boy, doppelt. Ja. Schade. Dachte, das wäre was Besonderes. War es dann wohl doch nicht. 1, 2, 3. Na gut. Es sind nur 3. 24-7 Championship haben wir schon. Jinder Mahal kann man leider Gottes auch ziehen. Kane, der Jute. Joaquin Wild. Ivar. Tag Team. The Robert Stone Brand. The Wolfgang. Tamina, Lana und nochmal eine Thank-You-Taker-Karte. Ich denke mal, diese Thank-You-Taker-Karten werde ich alle, weil die sehen alle schon ziemlich cool aus, wie ihr seht. Die werde ich mir alle in meine Mappe heften, dann so schön nebeneinander, das hat was. Dann haben wir wieder einen Friendship Frog, auch vom Firefly Funhouse. Das flasht mich, diese Karten. Und dahinter haben wir der Big Banger, der Roman Reigns als Boosterkarte. Naja, was heißt Big Banger? Aber Roman Reigns ist einfach der Big Boy. Und somit ist es halt auch immer eine heftige Karte, wenn man den Roman Reigns sieht. 88, 87. Wir haben noch keine 100-100. Wir haben Bray Wyatt, der hat 87, 95 und Alexa Bliss hat 89, 96 und 88, 91 und 92, 86. Eine 100-100, ich weiß noch nicht, ob es die gibt, mit Sicherheit. Vielleicht auch nicht, aber wir haben noch nichts. Wir haben noch nichts, wir haben noch nichts. Wir haben wieder vier Karten, Leute. Diesmal sind es wirklich vier. Das bedeutet, ich muss einen Schluck nehmen. Karrion Kross, Doudrop, Tag Team, Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher. Jimmy Uso ist direkt abgehauen, weil er genau weiß, dass ich ihn im Moment nicht sympathisch finde. Nein. Nikki Cross. Adam Cole ist auch, also, er ist auch Adam Cole, Leute. Also, Adam Cole, Bay. Was soll ich sagen, Leute?
Was mich wundert ist, 2000, also ich mochte ihn bei der WWE, mochte ich ihn irgendwie nicht. Ich war kein Adam Cole-Fan. Mittlerweile bei der AEW, ich bin absoluter Adam Cole-Fan. Breezango, Carmella und Shotzi Blackheart als Hero-Karte. Ja, als Rare. Haben wir aber, glaube ich, schon. Eine Breakout-Star-Karte 2021 Jey Uso. Haben wir, glaube ich, noch nicht. TLC-Karte von Cedric Alexander. Ich nehme einen Lucky Schluck. Und wir kriegen, Leute, ich glaube, wir kriegen eine Banger-Karte. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass eine Becky Lynch-Karte da drin ist. Die ist heftig, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wir drehen sie schon mal um. Und nein, es ist ein WWF-Icon-Card von Becky Lynch. Okay, aber trotzdem heftig. 93,94 ist übertrieben. Übertrieben. Es ist einfach stärker als es ist heftig. Es ist übertrieben heftig. Und ich habe nur noch einen einzigen Toploader. Deswegen kommt sie jetzt erstmal in einen ganz normalen Sleeve. Und danach in einen Toploader. Sollte ich keine bessere Karte ziehen. Dieses Pack, ne? Das nehmen wir zum Schluss. Irgendwas triggert mich dabei, dass ich sage, da ist was Heftiges drin. Ich weiß aber nicht was. Also, wir nehmen wieder. 1, 2, 3, 4. Claymore Kick. Man kennt ihn. Ezekiel. Oder auch Elias. Marina Shafir. Haben wir schon. Cameron Grimes haben wir noch nicht. King Corbin haben wir schon. Tag Team Robert Stone Brand haben wir auch schon. Tag Team The Miz und John Morrison, die haben wir auch schon. Finisher Braun Strowman, Rumbling Powers, die haben wir auch schon. Und jetzt kommt Tony Storm als Rare-Karte. Ne, eine Hero-Karte. Haben wir schon. Ah, The Boss. Firefly Funhouse. Eine weitere Karte für diese Ecke. Dahinter eine Mandy Rose, die wir auch schon haben. Aber Leute, ich nehme einen Schluck. Und es ist, wir gucken mal. Es ist wieder eine WWF-Icon. From Ghana, West Africa, weighing in at 212 pounds, Kofi. Kofi Kingston is truly a man of the people of the WWE. Kofi Kingston, 85,79. Sieht übertrieben gut aus. Übertrieben schwach, würde ich sagen, oder? Das ist die schwächste Icon-Card, die ich bis jetzt hatte. Aber diese Icon-Cards sind einfach richtig schön. Also nicht so, dass man noch alle irgendwie so ein bisschen sieht, ne? So, dann geht's weiter. Heftig. Diese Let Me In Firefly-Karten finde ich auch übertrieben witzig. Frag mich halt, Wir haben wieder vier Leute, wir haben wieder vier. Der Utah AJ Styles, auch einer meiner Lieblinge. Auch endlich haben wir mal The Fiend Bray Wyatt. Als normale Version. Wir haben ihn ja da schon als Bray Wyatt, aber ja. Billy Kay. Oh, gucken Sie mal. Tucker. The Street Profits. The Dirty Dogs haben wir auch nochmal. Bayley nochmal als Common-Karte. NXT Cruiserweight Championship haben wir noch nicht. Und einen dritten Walter. Dahinter haben wir... Schicki. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist schon nice, so, ne? Roman Reigns nochmal als SummerSlam-Karte. Der Big Boy. Erst habe ich ihn gar nicht, habe mich beschwert und jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal. Ja, was machen wir?
Erstmal wieder einen Schluck nehmen. Wobei ich glaube, es ist wieder eine WWF-Icon-Karte. Wir gucken mal. Warum ist da so eine heftige 100? 100? Oh mein Gott, das ist eine Alexa Bliss. Oh mein Gott, Leute, was ist das für eine Alexa Bliss? Wieso 100, 100? Ist das eine 100, 100 Alexa Bliss? Ist das die erste Karte, die 100, 100 hat? 100 Club Alexa Bliss. Top 100 Club Alexa Bliss. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, Leute. Sie hat aber 9800, aber trotzdem 100, 100. Und sie sieht so schön aus. Es ist so eine schöne Karte. Und ich bin so froh, dass ich mir den Top-Loader noch übergelassen habe, weil der kommt da jetzt, die kommt da jetzt rein, die Jute. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Also sie kommt da auch wieder. Also irgendjemand muss auch raus. Ich denke mal, der Taker muss auch raus. Oder irgendjemand muss raus aus meinen Top-Loadern, wenn ich was richtig Krasses gleich ziehe. Aber eine Top 100 Alexa Bliss. Sorry, Charlotte, das kannst du nicht überbieten. Deswegen bleibt das ist der Platz für die Alexa Bliss. Alter, heftig. 100. Top 100. Das ist der beste Karte für mich bis jetzt. 1, 2, 3. Wir gucken aber mal kurz, ob ich hier schon was sehen kann. Diese Top 100 Alexa Bliss irgendwo hier auch zu sehen ist, so von der Seltenheit. So Fiend Bray Wyatt. Also wie gesagt, ich werde euch die Preise sowieso einblenden, wenn ich was finde. Aber naja, die Top 100 Alexa Bliss, die finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Ich gucke nochmal hier. Ne. Ne, ihr müsst euch so lange mit Mark Andrews eben einmal zufrieden geben. Ne, die finde ich gerade nicht. Egal, wir machen weiter. Wie gesagt, ich blende es euch ja eh ein. Mark Andrews. Caden Carter. Mankind, 25. Anniversary, habe ich schon. The Hurt Business. Krass, gibt es auch nicht mehr. Tag Team, mein Tag Team Mandy Rose und Dana Brooke. Otis, mein Freund, das erste Mal gezogen bis jetzt. Aria Daivari, auch erste Mal als Single gezogen. Jeff Hardy zum fünften Mal, glaube ich. Angelo Dawkins als Einzinger. Und wir haben. Ach, Flash Morgan Webster, Leute. Ich dachte gerade, wer ist er denn? Ich finde, diese Hero-Karten. Mit diesem Braunton. Ich weiß nicht, ob das im Video gut rüberkommt, aber die finde ich extrem heftig. Ich finde die schön. Die sind nicht so krass gemacht wie die, logischerweise, aber die sind super schön, wegen der braunen Aufmachung. Mit diesem NXT UK-Logo hier finde ich das. Und jetzt seht ihr es hier. Dieses, das ist super, finde ich. Was haben wir noch? Ah, wir haben nochmal einen Friendship Frog. Firefly Funhouse. Und wir haben. Angelo Dawkins als Boosterkarte. Haben wir schon. So, drei Packs noch. Unter anderem auch das eine Pack, wo ich irgendwie gesagt habe, das mache ich zum Schluss auch. Ich weiß nicht warum. Eins, zwei, drei. Diese Tag Team Karte von den beiden hat auch gerade so krass geleuchtet, wo ich dachte, das wäre auch schon was Besonderes. Stone Cold Steve Austin 25 Years Anniversary haben wir schon. Raw Tag Team Championship haben wir auch schon. SmackDown Women's Championship haben wir auch. Sasha Banks Boss Booster. Was ist das für eine Karte? Ist die besonders? Glaub nicht. Ever-Rise, The Brian Kendrick. Jinder Mahal, schade, dass er nochmal da ist. Bo Dallas und NXT Heroes Finn Balor. Stimmt, zu der Zeit war er ja bei NXT. Ist er da nicht immer noch? Ich glaube nicht. Gleiches System, Leute. Es ist super schick, diese braunen Karten. Dahinter haben wir schon. Haben wir schon, haben wir schon. Und Bobby Lashley als Clash of Champions. Booster Card. Die finde ich auch übertrieben geil, Leute, weil auch das ist schwer zu erkennen. Das ist eine Holo. Hier sind Sterne. Also, er ist natürlich normal und dahinter, das ist so matt. Das ist super schwer zu erkennen, aber das sieht auch super geiles Kartendesign.
So, Second Pack. Und dann kommt das letzte. Second ist auch falsch gesagt. So, 1, 2, 3. Okay, 3 ja nur noch. Wir haben nochmal einen Wesley. Nochmal einen Bray Wyatt. Nochmal einen Liv Morgan. Samir Singh. Alpha Academy. Oh, Dexter Loomis, den haben wir auch noch nicht als Common. Kushida. Arturo Ruas, wer kenne ich nicht. Den kenne ich gar nicht. Ah, Entschuldigung, Leute. Ich bin noch nicht ganz fit, ich war krank. Und nochmal eine Thank You Taker-Karte. Ich weiß gar nicht, ob wir die haben. Ich glaube, das war die allererste, die wir hatten, ne? Dahinter ein Riddle. 2021 Breakout Stars Karte und dahinter ein Dominic Mysterio als Payback Boost. Oh, schön, Payback haben wir noch gar nicht. Sieht schick aus. Ist eine geile Karte. Sieht super aus. Gefällt mir wirklich gut. Richtig schick. So, letzte Pack, Leute. Und ich habe mir dieses Pack ja aufbewahrt, weil ich vom Gefühl her dachte so, hey, what the fuck ist das? Wieso fühlt sich das vom Gewicht her so anders an? Aber es sind 4, Leute. Es sind 4. Ich hab's predicted irgendwie. Beim Anfassen des Packs dachte ich mir so, hä? Leute, was ist es? Tag Team Casey Catanzaro. Mercedes Martinez. Grizzled Young Veterans. Nur Tag Teams bis jetzt? Nö. Flash Morgan, Rapster und Mark Andrews. Asuka haben wir auch noch nicht als Single-Karte gezogen. Glaube ich. Xavier Woods, Danny Burch und Oney Lorcan, The Riot Squad, SmackDown Heroes, Sasha Banks. Das ist auch krass. So, unter dem Licht sieht diese Karte übertrieben gar, also das ist heftig, so sieht die heftig aus. Ich weiß nicht, ob ich muss die mal gerade mit der Kamera. Ich versuche die gerade mal bei der Kamera so einzufangen, wie ich sie gesehen habe. Schwierig. Aber so für mich ist sie heftig. So ist sie super heftig für mich. Dahinter haben wir die Legende Hulk Hogan. Also Leute, mit der Legende abzuschließen. Mit der Legende Hulk Hogan abzuschließen. Leute, hat sich das nicht schon gelohnt, dafür dran zu bleiben? Egal, was die vierte Karte ist, die vierte Mystery-Karte. Dahinter haben wir nochmal eine Mandy Rose. Eine Mandy Rose. Auch die haben wir schon. Ich werde jetzt noch einen Schluck nehmen. Es ist sogar auch tatsächlich der letzte Schluck für die letzte Karte. Und wir ziehen sie in 3, 2, 1. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Da ist der Big Boy als Top 100 Club. 101. Leute, den Big Boy am Ende. Dieses epische Opening. Das ist ja, Alter, es ist der absolute, ich hab's euch gesagt, Leute, deswegen war das Booster auch so schwer, weil der Big Boy drin war. Ich hab das Booster angepackt und dachte mir so, da ist was drin. Und ja, es war der Big Boy. Roman Reigns als Club 100, 101, 101. Die stärkste Karte, besser als Miss. Es ist die stärkste Karte, die ich ever gezogen habe und sie sieht einfach so heftig aus. So ist sie für mich wieder krass. Das Blau, das Schwarz, das Silber, das Matte, das Glänzende. Oh mein Gott, Leute. Es ist der... Also so kannst du abschließen, oder? So kannst du abschließen. Mit dem Big Boy. Also das ist übertrieben. Soll ich gucken? Ich gucken, was wert ist, oder was? Soll ich schnell gucken? Ich traue mich nicht. Nee, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht so schnell gucken, glaube ich. Ich werde es euch einblenden zu Not. Ich bin absolut aufgeregt. Das ist ja wohl immer der. Also, das ist. Also, Roman Reigns, Leute. Roman Reigns. Er ist leider unsympathisch. Ein bisschen. Geworden. Ist nun mal so. Was soll ich sagen? So, was haben wir denn hier? Also wenn, dann steht da ja auch Ultra Rare dran und sonst was dran, aber 100 Club. Drew McIntyre 100 Club. Ich gucke gerade mal nach einem. Wir haben da Alexa Bliss 100 Club 6,80 Euro habe ich hier gerade so eingeblendet. Alexa, stopp. Da fängt die wieder an, sich einzumischen. The Fiend Bray Wyatt, wo ist denn 100 Club? Wo ist denn 100 Club? Wo ist denn 100 Club? Roman Reigns, da. 101er Karte. Ja, die ist leider nichts wert. Glaube ich, weiß ich nicht. Egal. Das ist heftig, Leute. Das ist meine Ausbeute von diesem Pack Opening. Und ich bin begeistert. Diese Karten sind wunderschön. Die Karten, die ich damals aufgemacht habe, aus 2008 oder 2011, sahen schon cool aus. Dann kam das Set, was mir Eisfalle geschickt hat. Das Geschenk. Die waren schon super. Die sahen schon besser aus. Aber die aus 2021, klar, Match Attacks und Tops, arbeitet natürlich auch immer weiter an den Karten. Aber das ist einfach übertrieben, wenn ich mir die 100 Club angucke. Und den Roman Reigns. Also das sind meine absoluten Lieblinge. Wie gesagt, ich bin noch nicht gesund. Leute, was soll ich sagen? Ist das heftig? Ich bin absolut hyped. Ich bin hyped und es wird nicht das letzte gewesen sein. Es hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde nochmal so ein Ding machen. Das war heftig. Ich bin super hyped. Richtig geil. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuschauen. Abschalten.